Meine Damen und Herren, schön, dass Sie hier bei uns sind heute Abend, trotz der heißen Temperaturen. Ich habe ja die eine oder andere von Ihnen noch auf der Treppe getroffen. Ich glaube, das Anstrengendste war, überhaupt hierher zu kommen heute. Deshalb freut es uns sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind zu unserem Talk im Turm, zum Thema Mainz Zwingli, die Reformation in unseren Köpfen. Wie Sie sicher alle wissen, hat 1517 der Augustinermönch Martin Luther seine 95 Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg gehämmert. Rückblickend gilt das als der Beginn der Reformation, deren 500-Jahre-Jubiläum wir in diesem Jahr feiern. Die Reformation war nicht nur eine theologische Revolution, sondern auch eine Kulturrevolution, die bis nach Zürich wirkte, in der Zürich auch eine wichtige Rolle gespielt hat mit Ulrich Zwingli. Wir möchten deshalb heute Abend über die Reformation aus Zürcher Perspektive diskutieren. Wir interessieren uns dafür, was hat sich denn geändert mit der Reformation? Wie war das Leben danach, auch hier in Zürich? Und wie wirkt die Reformation bis heute? Wie viel Zwinglianisches steckt heute noch in unseren Köpfen? Wir tun das mit zwei ausgewiesenen Experten zu diesem Thema. Zum einen haben wir hier Peter Oppitz. Peter Oppitz leitet das Institut für Reformationsgeschichte der Universität Zürich. Er ist ein profunder Kenner von Zwingli und der Zürcher Reformation. Und Jan-Friedrich Missfelder ist Historiker. Er beschäftigt sich mit der Revolution der Sinne, die mit der Reformation einherging. Moderiert wird das Gespräch von Roger Nickel und mir. Ich bin Thomas Gull, wir sind die Redaktoren des Magazins der Universität Zürich. Aus dem Magazin stammen auch die beiden Fotos, die Sie hier sehen, die Sie auch im Heft sehen, das hier aufliegt. Es sind zwei junge Studierende, Theologiestudierende. Wir haben sie gefragt, wie viel Zwingli denn noch in ihren Köpfen steckt. Die Antworten können Sie im Magazin lesen. Ja, Zwingli im Kopf. Herr Missfelder, Sie sind eigentlich in Deutschland aufgewachsen, sind von Haus aus Lutheraner, also Zwingli liegt Ihnen nicht ganz nahe. Mittlerweile eben schon, Sie beschäftigen sich ja mit Zwingli. Wie ist denn Zwingli in Ihren Kopf gekommen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, als Lutheraner und vor allen Dingen in dem lutherischen Umfeld, in dem ich groß geworden bin in Norddeutschland, spielt Zwingli eigentlich überhaupt keine Rolle. Wenn da von Reformiertentum die Rede ist, dann hat man irgendwie so im Hinterkopf, da gibt es dieses Genf und da gibt es diesen Calvin und dann gibt es da noch Zwingli, aber der ist eigentlich nicht so richtig relevant. Und als ich dann vor jetzt bald 13 Jahren oder mehr als 13 Jahren nach Zürich gekommen bin, von Berlin aus, haben Freunde von mir so ein Heft der Zeitschrift Du geschenkt. Und über dieses Heft ist sozusagen Zwingli eigentlich in meinen Kopf gekommen, weil dieses Heft war eine Sonderausgabe oder ein Themenheft mit dem Titel Zwinglis Zürich, das perfekte Alibi. Und ich habe damals überhaupt nicht verstanden, wofür Zwingli jetzt in Zürich ein perfektes Alibi sein sollte. Und eigentlich bis in letzter Konsequenz habe ich es immer noch nicht ganz verstanden. Also ist Zwingli ein perfektes Alibi für bestimmte zürcherische oder schweizerische Eigenarten? Oder ist Zwingli ein perfektes Alibi für etwas, was man anderweitig nicht entschuldigen kann? Steckt da ein Schuldbewusstsein hinter? Steckt da ein anderes? Also das ist sozusagen der Grund gewesen, oder dieses Unbehagen mit diesem Heft ist so etwas gewesen, was mich, glaube ich, letztlich untergründig immer weiter interessiert hat und weshalb ich wahrscheinlich am Ende dann doch zu dem gekommen bin, was ich da heute jetzt versuche zu erforschen. Jetzt haben Sie gesagt, in dem lutheranischen Umfeld, in dem Sie aufgewachsen sind, war Zwingli nicht der Rede wert. Ist er heute für Sie der Rede wert? Ja, natürlich ist er für mich der Rede wert. Als ein Reformator neben Luther, neben ganz vielen anderen, auch in der Schweiz, sehr, sehr wichtigen, aber als ein Zentraler und auch neben Calvin, und als sozusagen als einer jemand, der tatsächlich, ob Alibi oder nicht, eine bestimmte Form von Kultur, eine bestimmte Form von Religiosität, eine bestimmte Form von Soziabilität, von Gesellschaftlichkeit geprägt hat. Und das sollten Theologen interessieren, aber das sollten genauso gut Historikerinnen und Historiker interessieren. Das interessiert uns natürlich alles auch. Und darüber wollen wir auch noch sprechen. Herr Oppitz, wann sind Sie denn Zwingli das erste Mal begegnet?
Mit wenig Bewusstsein vielleicht in meiner Jugend. Ich war in einer Jugendgruppe, in kirchlichen Jugendgruppe, und die hieß Zwinglibund. Das war die Jugendgruppe der Liberalen. Mein liberaler Pfarrer hat den Zwinglibund geleitet. Da war ich sogar Präsident mal. Haben mir aber nicht viel dabei gedacht. Das war einfach mal so. Richtig bewusst mit Zwingli in Kontakt gekommen bin ich eigentlich erst hier. Ich habe mich mit Reformationsgeschichte befasst, aber vor allem mit Calvin. Darüber habe ich promoviert. Jetzt mache ich seit 30 Jahren Calvin-Forschung. Und seit ich den Lehrstuhl hier habe und hier in Zürich bin, das sind jetzt auch schon ein paar Jahre, eben ist es einfach natürlich naheliegend, dass man sich auch mit den hiesigen Reformatoren befasst. Und ich habe mich da eingelesen und immer mehr eingelesen, war immer mehr fasziniert und habe eigentlich entdeckt, dass ich eigentlich schon von meinen Genen her eigentlich ein Zwinglianer bin. Genau. Es tönt jetzt irgendwie diese Beschreibung, wie Sie, das tönt sehr zwinglianisch nüchtern. Also Sie sind dann, Sie sind eigentlich nicht, das war nicht die große Begeisterung von Anfang an, sondern Sie sind da langsam reingerutscht. Es ist eine wachsende Begeisterung, die irgendwie auch von außen her irgendwie so gefördert wurde. Ja. Ja. Können Sie mir sagen, wie ist das, wenn man genetisch Zwinglianer ist? Was unterscheidet sich von den anderen Reformierten? Ja, man liest zunehmend, man liest Texte von Zwingli. Ich habe mich schon in meinem Studium mit verschiedenen Leuten befasst. Und immer natürlich, wenn man jemanden ernsthaft studiert, dann entwickelt man auch bestimmte Sympathien zu der Gestalt. Zu verschiedenen habe ich schon Sympathien entwickelt. Aber zu Zwingli habe ich einen Eindruck, also vielleicht ist das, weil es eben der letzte ist, mit dem ich mich jetzt da längere Zeit befasst habe, doch ziemlich viel Sympathien entwickelt. Einfach, ich merke, da klingt was, da gibt es irgendwie Resonanz auch bei mir, wenn ich diesen Zwingli lese. Der überzeugt mich auch durch seine Art, vielleicht auch, weil er irgendwie ein Urschweizer ist und ich zwar auch aus Norddeutschland komme, wie man meinen Namen her nehmen kann, aber aus den Reformierten, nicht von Lutheranen, aber in der Schweiz eigentlich aufgewachsen bin und da sehr viel irgendwie spüre, dass man die gemeinsame Geschichte der Mentalität da im Hintergrund ist, die einen verbindet, mit diesem Zwingli im 16. Jahrhundert. Können Sie da ein Stichwort dazu sagen? Was ist das Verbinden? Was verbindet Sie denn jetzt persönlich mit diesem Zwingli? Was klingt da an für eine Seite? Was klingt da an, ja. Eben wenn so etwas anklingt, dann hat man eben auch Schwierigkeiten, das so genau auf den Begriff zu bringen, weil es eben mehr ist als irgendein Begriff. Ich habe von Mentalität gesprochen. Zum Beispiel irgendwo, zwar irgendwo sauber denken, aber auch ein bisschen volkstümlich sein. Oder ganz klar kommunitär denken, demokratisch denken und nicht hierarchisch zum Beispiel. Das habe ich mich wiederentdeckt bei ihm. Oder auch manchmal ein bisschen frech sein zum Beispiel, auch ein bisschen herausfordernd, wie deswegen ist, manchmal auch ein bisschen mutig, auch immer ein bisschen Ironie, ein bisschen Selbstironie, Humor zu haben, auch für das Ganze zu denken. Dinge, die bei mir irgendwie einen Widerhall finden, die finde ich bei ihm. Ja. Jetzt waren Sie ja eben, Sie sind ja jetzt Forscher, Wissenschaftler, Professor, Sie waren aber auch Pfarrer. Ja. Ist ein Zwingli als der auch Pfarrer war, ist das ein Vorbild jetzt auch für Sie in dem Sinne? Zwingli als Pfarrer? Ja, vielleicht schon. Also eben, ich denke, Zwingli ist gibt gute Anstöße auch für eine Kirchlichkeit, für ein Christentum, wie es mir irgendwo wohl ist, sagen wir es mal so. Ja, das schon, ja. Mhm. Er war ja auch anscheinend ein unglaublich guter Prediger. Oder hat zumindest sehr einflussreiche Predigten geschrieben. Das ist nicht etwas, was Sie jetzt so begeistert hat. Ja, man weiß halt wenig über seine Predigten, die er gehalten hat. Die hat er meistens einfach so spontan gehalten. Man hat einige gedruckte Predigten. Ja. Aber eben auch da irgendwo dem Volk auf den Mund schauen und nicht nur das und nicht nur von oben herab das Volk jetzt irgendwie belehren, sondern selber ein Teil des Volkes sein. Das ist zum Beispiel typisch Zwingli und typisch schweizerisch, denke ich, irgendwo mal. Also ich erinnere mich, wie eine Delegation von deutschen Kirchenfürsten zu uns kam vor ein paar Jahren und die Schweiz für die Reformation begeistern wollten. Oder? Waren alle Lutheraner, die hatten alle Visitenkärtchen mit dem Martin Luther oben drauf und so. Und dann haben sie ihr Konzept entworfen und haben dann gesagt, und das muss dann eben runter zum Volk. Oder?
Und da ist mir einfach irgendwo ein bisschen der Atem gestockt, wenn man das so hört, wie die Kirchenwissenschaft, wie das jetzt runter zum Volk geht. So verstehe ich Kirche nicht. Und ich lese bei Zwingli, dass der das auch nicht so verstanden hat. Und da merke ich eben, dass da gewisse Anklänge da irgendwo. Ja. Haben Sie auch ein Zwingli-Bild? Resoniert das auch bei Ihnen ein bisschen oder gar nicht als Lutheraner? Also ich oder sehen Sie eher die Differenzen, wenn Sie das so hören? Ich finde eben sehr interessant, dass Herr Opp jetzt gerade von lutherischen Kirchenfürsten gesprochen hat. weil das sozusagen wenn Sie von Kirchenfürsten normalerweise als Historiker reden, dann reden Sie ja sozusagen automatisch, dann klickert der Katholizismus bei Ihnen durch. Aber das ist natürlich irgendwie etwas, was aus so einer spezifisch reformierten, vielleicht sogar spezifisch schweizerischen Perspektive, bin ich gar nicht so sicher, aber auf jeden Fall aus einer reformierten Perspektive sozusagen dann doch zusammengehört, fast schon, oder? Die Hierarchie, die natürlich eine andere ist im Luthertum als in der katholischen Kirche, es gibt keine Bischöfe, beispielsweise jedenfalls nicht in der klassischen hierarchischen Form, es gibt schon Bischöfe, aber jedenfalls nicht in der klassischen hierarchischen Form, wie sie beispielsweise noch in der anglikanischen Kirche irgendwie präsent sind, aber auf jeden Fall Da geht etwas zusammen und da muss man wahrscheinlich auch bei diesem ganzen Reformationsjubiläums-Frenzy, der da im Moment irgendwie über uns hinweg rauscht, vielleicht einfach nochmal klarer differenzieren, was sozusagen die verschiedenen wechselseitigen Bilder sind, die die einzelnen Konfessionen voneinander haben. Gerade innerhalb dessen, was sich so gemeinhin reformatorisch nennt. Und wie wären dann wie sehen Sie die? Können Sie das kurz zeichnen für uns? Wie sehen denn die Lutheraner die Schweizer Reformierten und umgekehrt? Eben, das Sie ist kennen die Geschichte, ja beide das Perspektiven ist die Geschichte eigentlich. Das ist die Geschichte mit der Nüchternheit und mit der letztlich in gewisser Hinsicht auch Trockenheit. Ich bin an den Klischees dran, oder? Sie merken das. Mit der Nüchternheit, mit der Trockenheit und mit all dem, was... ich habe gerade ein Interview gelesen mit dem Großmünsterpfarrer Christoph Sigrist, der gesagt hat, irgendwie, was bliebe denn so von der zwinglischen Reformation in der Kultur des heutigen Zürich zumindest. Und der hat geantwortet, der leere Raum, der leere Kirchenraum, der sozusagen die Möglichkeit eröffne, quasi ungestört und ohne Ablenkung eine Beziehung zu Gott aufzubauen. Und dann, und das fand ich besonders lustig, hat er über die Stadtseele Zürichs gesprochen und darüber, dass dieser leere Raum in der Stadtseele Zürichs ja eine größere Bedeutung bekommen hatte, seitdem der Sechseleutenplatz freigeräumt sei. Und das ist sozusagen schon interessant. Also dass quasi das, was quasi in der Selbstwahrnehmung, aber auch in der Fremdwahrnehmung des Zwinglianismus irgendwie oder der zwinglisch reformierten Konfessionskultur, sagen wir es mal so, da ist einfach eine Absenz ist. Das ist natürlich auch ein großes Problem der Reformierten heute. Die Kirchen werden immer leerer. Vielleicht hat das irgendwann hast du dann zu viel Leerraum. Ich denke, das hat er nicht gemeint. Nein. Aber wollen wir jetzt, wir kommen nachher noch gerne noch auf Zwingli, wir wollen auch noch über Zwingli, die Zwingli-Klischees dann reden später. Ja. Jetzt vielleicht auch an ein bisschen andere Ebene noch kommen, nämlich, wir haben gesagt, es war auch eine kulturelle Revolution, ein Kulturbruch, die Reformation. Worin hat dieser Kulturbruch denn bestanden? Rückblick, was würden Sie sagen, Herr Missfelder? Also ich glaube, der entscheidende Einschnitt, den man, glaube ich, wirklich feststellen kann, ist, dass eine Veränderung der Art und Weise stattgefunden hat, wie den Menschen, den Christen, eine Beziehung zu Gott, eine Beziehung zum Heil vermittelt worden ist. Ich glaube, das kann man so, wenn man es so allgemein formuliert, lässt sich das, glaube ich, möglicherweise auch auf verschiedene dem reformatorischen zuzuordnen, Denominationen und Konfessionen ausweiten. Also es werden traditionelle, altgläubige, kirchliche Mittlerinstanzen, seines klerikale Instanzen oder seines andere Formen von Vermittlung, die in irgendeiner Form heilswirksam werden können, werden verändert, abgeschafft, in andere Bereiche verschoben. Ich glaube, das lässt sich, glaube ich, allgemein sagen, hat die Reformation im spezifischen Verhältnis von Gläubigem zu Gott verändert und massiv verändert.
Das ist jetzt natürlich gut mal, aber auch sehr abstrakt. Können Sie uns das mal konkretisieren an einem Beispiel, wie Sie das meinen, wie sich das verändert hat, diese Mittlerinstanz? Das ist auch ein Thema, da geht es auch um Medien, um Vermittlungsmedien. Das ist das Thema, mit dem Sie sich ja auch beschäftigen in Ihrer Forschung. Ja, wenn Sie die einzelnen verschiedenen wenn Sie die einzelnen verschiedenen Möglichkeiten beispielsweise betrachten, mit denen Gläubige so etwas wie Heil über ihre verschiedenen fünf Sinne mindestens erfahren konnten, so wird da etwas umorganisiert. Also die Tatsache, dass die Zürcher Kirchen von Andachtsbildern freigeräumt werden, raubt in gewisser Hinsicht dem Auge als einem Organ, was in diesem Heilsvermittlungsprozess beteiligt ist, bestimmte Anreize. Die verschwinden aber nicht einfach, sondern die wandern, glaube ich, einfach in andere kulturelle Kontexte, beispielsweise in illustrierte Bibeln. Ähnliches funktioniert mit dem Ohr. In dem Moment, in dem Sie, wie es in Zwingli geschehen ist, bestimmte Kirchenmusik, Gemeindegesänge beispielsweise entweder abschaffen oder gar nicht erst einführen, verlagern Sie sozusagen die akustische Aufmerksamkeit auf etwas anderes, nämlich beispielsweise auf die Predigt, die gehört werden muss. Das ist ein anderer Weg, über den sozusagen religiöses Wissen, Heilsvermittlung, so etwas stattfinden kann. Also Sie sagen, eben, wenn wir auf die Bilder nochmal zurückkommen, also der Bildersturm, das ist ja wirklich, das gehört so zum Allgemeingut, quasi, wenn man an Reformation denkt, geht's auch, kommt einem dieser Bildersturm in den Sinn, der war gar nicht so rigide in dem Sinne, wie man sich das gedacht hat, in dem Sinne, dass das einfach die Bilder aus dem Leben verschwinden. In Zürich läuft der Bildersturm als Bildersturm vergleichsweise gesittet ab. Also es gibt so ein paar Berichte darüber, dass mit den Priestergewändern ein paar bisschen Unsinn angestellt worden ist, aber sozusagen das eigentliche Räumen der Kirchen lief vergleichsweise geordnet und strukturiert und sozusagen von oben auch organisiert ab. Ich glaube trotzdem, dass man unterscheiden muss zwischen der Art und Weise des Umgangs mit Bildern. In dem Moment, wo Sie die Bilder quasi als Andachtbilder aus den Kirchen leerräumen, verschwindet damit noch nicht jede Beziehung von Auge und Visualität zum Religiösen. Sie wird einfach nur woanders hin verschoben. Und ich glaube, das ist etwas, was wir vielleicht stärker beachten sollten, auch sozusagen in der akademischen Reformationsgeschichte. Wo wird es dann hin verschoben? Ich glaube einfach, das läuft in den privaten Bereich. Also gerade viele Bilder sind, also es ist keine Bilderfeindlichkeit per se in der zwinglischen Reformation vorhanden, sondern sie wird einfach sozusagen aus einem ganz spezifischen Kontext, nämlich dem Gottesdienst und der sozusagen als Andachtsbilder werden sie verschoben in andere Bereiche, wo sie dann eben quasi als Lehrbilder beispielsweise funktionieren oder als Illustrationen. Was wurde mit theologisch anders mit der Reformation? Was eben die Beziehung des Gläubigen, der Gläubigen zu Gott, vielleicht können Sie da noch etwas zu sagen, hat sich verändert? Man kann den direkten Weg zu Gott finden, man braucht irgendwie die Pfarrer gar nicht mehr. Waren Sie auch selber einer? Also ich würde Herrn Missfelder eigentlich zustimmen in seiner kurzen Charakterisierung. Ich würde einfach anders anfangen. Ich denke, Sie haben jetzt die Phänomene beschrieben. Ich würde jetzt mehr von Inhalten argumentieren. Oder? Das inhaltliche Verständnis des Heils und des christlichen Lebens hat sich verändert. Und damit haben sich natürlich auch die Funktionen von bestimmten Augen oder Ohren oder so natürlich dann auch mit irgendwo, sind dann auch mit betroffen. Oder? Ganz klar, in der katholischen Tradition damals, und das ist auch heute die offizielle katholische Tradition, ist der Papst der stellvertretende Christi auf Erden. Und über ihn, er verwaltet die Schlüssel. Und über ihn und unter ihm sind dann durch ihn hindurch verläuft dann sozusagen die Gnade, die über die Bischöfe und die Sakramente zu den Leuten kommt. Und die Leute, wenn sie zu Gott kommen wollen, wenn sie das Heil erwerben wollen, dann müssen sie eben diesen Weg sozusagen, der ihnen von der einen Kirche vorgeschrieben ist, gehen, von unten nach oben. Teilnahme an den Sakramenten, Wallfahrten, Bußsakrament und so weiter. Oder? Gehorsam gegenüber den kirchlichen Gesatzungen. Das war die religiöse Realität damals und die Kirche hatte damals natürlich das gesamte gesellschaftliche Leben in irgendeiner Weise mit beeinflusst, war überall präsent und das ist dann eben kritisiert worden und ist zusammengebrochen. Also diese Heilshierarchie ist zusammengebrochen, indem gesagt wurde,
indem die Reformatoren erstmal auf die Bibel zurückgegriffen haben. Das dürfen wir nicht vergessen. Also das wird häufig vergessen, wenn von Reformation gesprochen wird, spricht man häufig so, wie wenn die Reformatoren irgendetwas erfunden hätten. Sie haben nicht so viel erfunden. Sie haben einfach gesagt, wir lesen wieder die Urdokumente des Christentums, die Bibel, und versuchen von daher wieder neu Christentum zu denken. Und da gibt es eben nichts von solchen Heilshierarchien und Vermittlungsinstanzen, sondern da ist die Vermittlung eigentlich vom Menschen aus gesehen der Glaube. Das Vertrauen auf diesen Gott, und von Gott aus gesehen ist es die Zusage, die durch die Predigt, durch die Bibelauslegung zum Menschen kommt, that's it. Und damit ist natürlich diese Heilspyramide weg, und das hat natürlich dann auch Änderungen im Ritual und Änderungen in dem Umgang mit Bildern und so weiter zur Folge. Aber das ist sozusagen vom Sinn her gedacht, oder? Vom Sinn her dann zu den Phänomenen, die sich dann anders ausnehmen. Ja. Aber vielleicht ist das genau der Unterschied zwischen Theologen und Historikern. Also ich glaube, das ist möglicherweise genau der Punkt, dass wenn man von einerseits vom Inhalt ausgeht oder von, Sie sagen vom Inhalt, oder man könnte auch sagen sozusagen von der Theologie selber, im Bereich der Theologie selber bleibt und das also quasi als, ich bin jetzt mal fies, als ein Ausfluss sozusagen bestimmter, ist alles andere als ein Ausfluss bestimmter theologischer, nennen wir es mal Innovationen, betrachtet, dann würde ich sagen, man kann es auch umdrehen und so quasi von der Frage der Erfahrung von Religiosität der Menschen des frühen 16. Jahrhunderts ausgehen und von der Hinsicht sozusagen einfach fragen, inwiefern schlägt sich so eine theologische Innovation in dem nieder, wie Menschen überhaupt Religion, Heil, Religiosität, Frömmigkeit haben erfahren können. Aber ich glaube, da streiten wir uns gar nicht, sondern das ist sozusagen einfach nur zwei Seiten von derselben Sache. Er hat mich gefragt als Theologe, ich musste genau. alles gut. Aber es ist natürlich schon auch ein wahnsinnig anspruchsvolles Konzept irgendwo. Sie haben diese Heilspyramide beschrieben, die ist hierarchisch strukturiert. Das kann ja auch noch bequem sein, weil man dann irgendwie auch delegieren kann. Das fällt ja dann weg, wenn sich quasi, wie dann die Reformation gedacht hat, jeder quasi selbst seines Heilsschmied ist oder wie man sagen will. Das ist ja dann ein wahnsinnig, eine sehr einschneidende Änderung. Es ist eine sehr einschneidende Änderung, denn eben auch gerade die sinnlichen Bereiche werden damit natürlich umdefiniert sozusagen. Also wenn die Gottesbeziehung so ist, dass der Mensch eben glaubend vertraut, dass er eben in der Predigt oder im Lesen der Bibel eben sozusagen Gottes Wort vernimmt, dann kann er das auch im Wald oder irgendwo. Dann braucht er nicht ein bestimmtes Gebäude, das sakral ist, das irgendwie geweiht ist. Dann braucht er viele Dinge nicht, dann kann er das überall. Zum Beispiel. Und das hat natürlich Folgen für die traditionellen Riten und Bilder und so weiter, oder? Das ist ganz klar. Jetzt ist ja so, die waren ja alle katholisch. Dann zu diesem Zeitpunkt, da kommt die Reformation und dann werden die Menschen reformiert und rückblickend wirkt das so, das ist halt passiert, das theologisch kann man das. Hat das eine Logik in sich, wenn man so will. Das war ja aber damals ja nicht so. Also man musste den Leuten ja irgendwie erklären, dass jetzt alles, was da über 1500 Jahre galt, was sich auch so akkumuliert hat, auch an Tradition, dass das jetzt alles nicht mehr gilt, dass das jetzt alles ganz anders wird. Weshalb hat das überhaupt funktioniert? Weil viele Leute das wollten. Nur darum. Also man konnte das nicht von oben nach unten ihnen aufoktroyieren. Gerade in der Schweiz nicht. Das ist eben auch ein Charakteristikum der Schweizer Reformation. Da hat im Prinzip jedes Stadt, jedes Dorf darüber entschieden, ob sie jetzt reformiert werden wollen oder ob sie katholisch bleiben wollen. Also das ist ganz grob gesagt. Aber es war so, also es war eine Stadtreformation in Zürich, verschiedene andere Orte war auch Stadtreformation oder eben eine lokale Reformation. Versammlungen, Abstimmungen, die Mehrheit hat gewonnen, die Minderheit hatte damals nicht viele Rechte, die musste sich entweder fügen oder auswandern. Aber immerhin, es war eine Volksbewegung. Man hat jetzt die Leute zwar belehrt, aber es war nicht so, dass man da ein Volk belehren musste und die überzeugen müsste mit großen Anstrengungen. Die Leute wollten das damals mehrheitlich. Aber weshalb wollten sie das denn? Weshalb wäre das denn so attraktiv für sie? Da gibt es natürlich verschiedene Erklärungsgründe. Es war ganz eindeutig, gab es viele mit wirklich religiösen Motiven.
aus wirklich religiösen Motiven, weil sie die Überzeugung gewannen, dass eben das Christentum aus den ursprünglichen Dokumenten verstanden werden soll. Und weil sie auch mal dachten, dass im gegenwärtigen Christentum der Zeit eben sehr viel Missbrauch und sehr viel Macht ausgeübt wurde von Leuten über andere geistige Macht, die nicht dazu legitimiert waren. Aber es gab natürlich auch sehr handfeste wirtschaftliche Interessen, sehr handfeste Freiheitsbedürfnisse. Wenn auf den Dörfern eben die Leute wollten, dass sie die Pfarrer selber wählen durften zum Beispiel, dann war das natürlich ein Stück Autonomie, das man gewann. Aber es war gleichzeitig auch die Garantie, dass der Pfarrer dann wirklich auch vor Ort war und nicht einfach Pfarrstellen verhandelt wurden und verhökert wurden und die Leute dann gar nicht, die Pfarrer gar nicht vor Ort waren. Also es ist immer ein Mix und im konkreten Fall sehr schwierig herauszufinden, was jetzt wirklich die Motivation war. Auch bei den Fürsten, waren die fromm oder waren sie einfach politisch schlau? Sie waren meistens beides. Ich glaube, es gibt eine, also man kann das, das ist genau der Punkt. Ich glaube, man kann tatsächlich das nicht sozusagen in eine Richtung bürsten. Also einerseits gibt es tatsächlich gerade auf dem Land eine erstaunliche Forderung danach, dass, und dann man hat das in Eingaben und kann man das nachvollziehen, dass jetzt bitte das Evangelium gepredigt werde und nicht sonst. Das ist erstaunlich, weil das setzt ein Wissen voraus, dass die Leute wissen auf dem Land wirklich, was jetzt das Evangelium ist, was gepredigt ist und was eben dann nicht mehr das Evangelium ist. Das heißt, die müssen unterscheiden können, die müssen irgendein Kriterium im Kopf haben, nachdem sie das unterschieden. Das ist ganz erstaunlich. Andererseits ist eben gerade diese Frage mit den Pfarrerwahlen und der Freiheit irgendwie ganz hochinteressant. Es gibt einen wunderbaren kleinen Text von dem Berner Historiker Peter Blickle, der heißt, warum blieb die Innerschweiz katholisch? Und eines seiner Argumente ist, die Innerschweiz blieb katholisch, weil sozusagen die Gemeinden in der Innerschweiz das, was sie quasi politisch, sie sagen freiheitlich, politisch oder gesellschaftlich erreichen konnten mit der Reformation, nämlich zum Beispiel freie Pfarrerwahlen, im 14., 15. Jahrhundert schon längst erreicht hatten. Mhm. Weil der Bischof von Konstanz ist ziemlich weit weg aus dem Luzerner Hinterland. Und wenn sie sozusagen dort, eigentlich durch gewisse Rechtsentwicklungen schon Rechte hatten, die sie quasi jetzt gar nicht mehr neu erwerben brauchen durch reformatorische Bewegungen, dann müssen sie diesen ganzen Zinnober auch nicht mitmachen. Und es wäre die These, deswegen war sozusagen eines der Argumente, warum quasi die bestimmte Gegenden innerhalb der Eidgenossenschaft eben die Reformation nicht mitmachen brauchten, weil sie das, was sozusagen dadurch zu gewinnen war, schon im Mittelalter gewonnen hatten. Eines der Argumente. Ich möchte noch mal nachhaken. Sie haben das jetzt, Herr Oppitz, sehr so bruchlos dargestellt. Die Leute, die waren bereit für die Reformation damals. So schlank ist das dann doch wohl nicht durchgegangen. Ich meine, es hat ja dann auch diese Sittengerichte gegeben. Man ist dazu angehalten worden, eben in den Gottesdienst zu gehen, seinen religiösen Pflichten nachzugehen. Da hat man doch auch das Gefühl, dass da ganz ohne Druck und vielleicht auch Gewalt, zumindest richterliche Gewalt, die Leute zu ihrem neuen reformierten Glück gezwungen wurden. Also dass es keinerlei Gewalt gegeben hat oder keinerlei Druck gegeben hat, das ist natürlich, das würde ich nie behaupten, und zwar von beiden Seiten nicht, das ist schon klar. Aber ich muss ja da eine ganz geschichtliche Entwicklung in der komplizierten Schweiz, wo es an jedem Ort wieder anders ist, in wenigen Sätzen zusammenfassen. Das habe ich jetzt versucht. Also Sittengerichte, das ist ein bisschen ein spezielles Thema. Also generell muss man, da bei dem Thema bin ich natürlich auch immer ein bisschen apologetisch, weil ich denke, es ist auch eine Frage der historischen Fairness, einfach die Zeit zu berücksichtigen und die Mentalität der Zeit, in denen bestimmte Dinge eben vor sich gegangen sind. Und erst wenn man diesen Hintergrund ein bisschen kennt und aufgehellt hat, dann versteht man eigentlich, wenn man mit Maßstäben an die Geschichte herangeht, die wir haben, die Leute damals aber gar nicht haben konnten, dann verfehlt man natürlich die Sache. Also ein paar Punkte dazu. Ganz klar war, im 16. Jahrhundert ging es nicht um individuelle Freiheit, sondern es war das Kollektiv, das dem Individuum immer übergeordnet war. Das heißt, das Individuum war immer Teil eines Kollektivs und es hatte sich in dieses Kollektiv
plus minus zu fügen. Das war klar, das hat auch die Reformation nicht groß geändert. Oder? Und insofern, wenn das Kollektiv eben bestimmte Dinge festsetzte, dann musste der Einzelne da eben einstimmen. Allerdings war in der Schweiz eben, waren die Hierarchien und die Entscheidungsinstanzen doch so stark verankert im Volk. Sie waren so flach, dass eben doch eine recht breit abgestützte Meinung da war. Also zu den Sittengerichten, die kamen erst nach der Reformation. Eingeführt wurden sie natürlich, weil man sie einführen musste, denn bislang vor der Reformation waren bestimmt Ehegerichte zum Beispiel, das war in der Hand des Bischofs, bischöfliche Gerichte. Und nachdem man nun den Bischof nicht mehr anerkannte, die bischöfliche Instanzen nicht mehr anerkannte, musste man Instanzen neu schaffen, die eben diese Probleme behandelten und da Richtlinien gaben, die schlichteten und auch Urteil sprachen. Und das waren dann eben die Ehegerichte. Ein Punkt. Zweiter Punkt, was dort an Maßstäben, an sittlichen, moralen Maßstäben vorhanden war, nach denen bestimmte Weisungen, nach denen da gerichtet oder gemahnt wurde, das war, behaupte ich jetzt mal, mehr oder weniger communis opinio. Das war das, was die Leute damals, die Bürger, das war die bürgerliche Moral von damals. Das war die bürgerliche Moral von damals. Und natürlich, wenn irgendein Dissident da war, der hat sich immer beklagt. Das ist heute auch so. Was heißt das konkret, wenn ich jetzt irgendwie jetzt, Sie haben gesagt, eben diese Sittengerichte, die kamen spät, aber wenn ich jetzt irgendwie in dieser Zwingli-Zeit Katholik war und ich wollte mich jetzt eben nicht zum reformierten Glauben bekennen, was ist das? Dann musste man auswandern. Das war so. Also eben Toleranz, religiöse Toleranz im Sinn von Katholiken und Protestanten friedlich zusammen, das war im 16. Jahrhundert kaum je irgendwo möglich. Man musste entweder, als Zürich beschloss, reformiert zu werden, mussten alle reformiert werden, oder sie hatten die Freiheit, Zürich zu verlassen. Das war nicht nur in Zürich so, das war überall so, das war auch in deutschen Landen so. Also das war das Recht auszuwandern, das war das Recht des Emigranti, aber nicht den eigenen Glauben zu praktizieren innerhalb. Es gab ganz wenige Ausnahmen und da hat die Schweiz eine gewisse Pionierrolle gespielt, vor allem in den gemeinen Herrschaften. Die Graubündner dürfen sich da rühmen, Vorreiter gewesen zu sein, weil da nämlich eben auch dorfweise abgestimmt wurde über die Reformation und weil da eben einige Dörfer doch eben beim katholischen Glauben geblieben sind und man sich da arrangiert hat und zum Teil eben auch gemein schon recht früh zusammengearbeitet hat. Gemeinsame Kirchen benutzt schon im 16. Jahrhundert, die Katholiken um 8, die Protestanten um 10. Das war revolutionär, aber ging auch nicht ganz ohne Brüche. Aber generell und ohne Konflikte. Also Appenzell hat das eine Zeit lang praktiziert, bis dann irgendeinmal im 17. Jahrhundert man dann getrennt hat zwischen Außerroden und Innerroden. Aber am Anfang hat man das so irgendwie so gemacht. Also ansatzweise hat man es versucht. Aber gut, die Bäde war noch ein anderes Punkt. Ja. Aber also generell war das eben nicht im Blick. Aber klar war, es gibt bestimmte Verhaltensregeln, es gibt nicht nur Kriminalgesetze, also nicht nur Mord und Totschlag, Raub und Plünderung ist verboten und muss hart bestraft werden. Es gibt auch andere Dinge, die bestraft werden mussten. Und da gab es natürlich Dinge, von denen wir heute Schwierigkeit haben, das zu verstehen. Wenn zum Beispiel Tanzen, unsittliches Tanzen, geahndet wurde, dann ist das für uns ziemlich schwierig. Und man an Hochzeiten zum Beispiel 3 gesittete Tänze erlaubte, in Bern, im liberaleren Bern, in Genf erlaubte man nur einen gesitteten Tanz pro Hochzeit. Dann klingt das ein bisschen seltsam für uns. Aber es gibt auch bestimmte Regeln. Aber diese Tanzregeln zum Beispiel ist eine unter verschiedenen, die immer wieder kommen und die schon seit der Antike auch immer wieder vorkommen. Andere sind zum Beispiel Alkoholmissbrauch oder Glücksspiel mit Geld. Solche Dinge, dann auch Kleiderordnungen, da haben wir auch ein bisschen Schwierigkeiten mit den Kleiderordnungen. Aber wenn wir ehrlich sind und mal überlegen, was wird denn heute diskutiert, dann denke ich, dann sind wir gar nicht so, also wir kennen das schon. Es gibt zum Beispiel ein Spielbankengesetz und die meisten Schweizerinnen und Schweizer sind dafür, dass auch das Geldspiel irgendwie geregelt wird und nicht ganz frei ist, damit sich nicht jeder Mann völlig ruiniert und seine Familie. Zum Beispiel, es gibt auf vielen Schulhausplätzen das Verbot, Alkohol zu konsumieren.
Der Staat tut sehr viel, um uns das Rauchen auszutreiben und so weiter. Oder? Das wird diskutiert, aber das war damals auch so. Nur waren die Maßstäbe wahrscheinlich ein bisschen mehr so, dass die Gemeinschaft mehr in das individuelle Leben eindringen durfte. Das war einfach so, so üblich. Insofern ist es gar nicht so, kann man sehr viel von diesen Moralgesetzen auch irgendwo plausibel machen. Machen wir einen Punkt, gehen wir zu einem anderen Thema, und zwar die Auswirkungen der Reformation. Es wird der Reformation ja einiges zugeschrieben, also von Demokratie, dann auch sozusagen der Vorläufer der Aufklärung. Es gibt natürlich dann auch schlimmere Verbindungen dann von Luther zu den Nazis beispielsweise. Dann auch das kritische Denken, die kritische Wissenschaft, die auf der Reformation zurückgehen soll, und auch diese protestantische Arbeitsethos, der die Protestanten reich gemacht hat, währenddem die Katholiken arm geblieben sind. Was ist denn da dran? Können Sie sich da was rauspicken und sagen, das, darüber sage ich etwas, inwiefern das etwas mit der Reformation zu tun hat, vielleicht Herr Missfelder? Fange ich mal mit dem protestantischen Arbeitsethos an. Das ist eine ganz alte Idee von dem deutschen Soziologen Max Weber, der das schon vor mehr als 100 Jahren versucht hat nachzuweisen, der einfach festgestellt hat, ganz empirisch, dass irgendwie die katholischen Gegenden in Europa alle ärmer sind als die protestantischen Gegenden. Und er hat sich gefragt, womit das zusammenhängt. Und dieses kleine Büchlein von der protestantischen Ethik und dem Geist des Kapitalismus versucht da sozusagen eine Beziehung herzustellen. Das Interessante ist, dass es eine Beziehung herstellen möchte zwischen Ethik und Geist. Also nicht sozusagen zwischen Praktiken, also wie man das so macht, Handel treiben beispielsweise, sondern zwischen so etwas wie Ethik, der protestantischen Ethik und dem Geist des Kapitalismus. Also irgendwie ist das sozusagen, spielt sich das alles im reinen Kopfe ab. Und die Idee dahinter quasi, das aufzuhängen an einer ganz spezifischen reformierten Ethik, die dann zusammenhängt mit der Prädestinationslehre, indem man quasi die Erwähltheit, seine eigene Erwähltheit darin misst, weil man die ja nicht weiß, ob man erwählt ist auf Erden, und man misst sie sozusagen daran, dass quasi man Zeichen der Erwähltheit am eigenen wirtschaftlichen Erfolg ablesen kann. Das ist eine ziemlich wackelige Angelegenheit im Endeffekt. Und vor allen Dingen ist es empirisch ein bisschen schwierig, das zu beweisen, weil der Geist des Kapitalismus auch in der praktischen Ebene natürlich irgendwo schon älter ist als die Reformation, nämlich beispielsweise in der italienischen Renaissance des 13., 14. Jahrhunderts eine ganze Menge Kapitalismus abgegangen ist, ohne Reformation. Insofern ist das sozusagen empirisch auf wackeligen Beinen. Ich glaube, umgekehrt wird ein Schuh draus. Ich glaube, es wird umgekehrt ein Schuh draus, wenn man sagt, die wirtschaftlich erfolgreichen Gegenden in Europa, beispielsweise die deutschen Reichsstädte, hatten eine gewisse Disposition für die Annahme eines sehr, Herr Opitz hat es angedeutet, eines sehr bürgerlich dominierten, reformatorisch unterfütterten Reformprogramms, um es mal so vorsichtig zu formulieren. Insofern gehen da zwei Dinge zusammen, aber sie hängen nicht kausal eins aneinander. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was man da zusammenhängt. Das heißt, insofern für die bürgerlichen Städte, die katholischen bürgerlichen Städte, war die Reformation einfach attraktiv, weil sie auch sozusagen gewisse bürgerliche Vorstellungen davon hatte, wie man sich zum Beispiel selbst verwaltet, die Kirche selbst verwaltet. Genau. Und die waren eben auch wirtschaftlich schon erfolgreich eigentlich vor der Reformation. Das hat sich dann in starken Fällen ist das genau der Punkt, ja. Und ich glaube, deshalb hängen diese Dinge sehr stark zusammen. Und deshalb gibt es sozusagen die Wahrnehmung, dass das, was da erfolgreich war ökonomisch, irgendwas zu tun haben muss mit der Reformation. Aber man könnte es einfach umdrehen und sagen, die Reformation und der Erfolg der Reformation hat in gewisser Weise mit einer, sagen wir mal, lange Zeit bürgerlichen Disposition zu tun, stadtbürgerlichen Disposition zu tun im frühen 16. Jahrhundert, die dafür empfänglich war. Das hat auch was mit Bildungsinitiativen zu tun, mit der Position des Humanismus in den Städten, nehmen Sie Nürnberg oder so etwas, in denen das ganz besonders, oder Augsburg, in denen das ganz besonders wichtig war und deshalb sozusagen dort Wurzeln schlagen konnte. Aber hat sie das dann auch, diese Entwicklung, die ja, wie Sie sagen, vorher begonnen hat, hat sie die dann verstärkt? War das eine Art wie Treibstoff, Öl aufs Feuer, dass da sich gewisse Entwicklungen noch schneller entwickeln?
eben in Richtung Kapitalismus, eben auch zu konzentrieren auf Arbeit als irgendwie das Maß aller Dinge. Ich glaube, diese Korrelation, diese Weber-Korrelation mit der Prädestination ist einfach, glaube ich, falsch. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich quasi auch, und das ist sozusagen über Zwingli auch, Zwingli ist gar kein schlechtes Beispiel dafür, für sozusagen die Propagierung einer gewissen innerweltlichen Fleißethik, die tatsächlich in irgendeiner Form tatsächlich ökonomisch Früchte tragen kann. Mhm. Aber das funktioniert an manchen Orten gut und an anderen Orten wieder weniger gut. Und das ist dementsprechend auch, glaube ich, das ist eben der Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität. Ich glaube, man kann das irgendwie zusammenbringen, aber es hängt nicht sozusagen eins exakt präzis vom anderen ab. Mhm. Okay. Darf ich da ein bisschen, also ich stimme voll zu. Ich kann vielleicht versuchen, doch noch ein bisschen als beispielhaft und das ein bisschen konkreter zu machen. Also ich freue mich, dass Sie auch eben diesen Max Weber endlich ein bisschen abtun. Völliger Unsinn. aber das, also das mit der Präsentation ist völlig Unsinn. Das mit der Arbeitsethik, da würde ich eben auch ein bisschen denken, das kann man sich schon vorstellen. Also stellt man sich nur vor, was macht ein Katholik? Also das hat ja, wie heißt der Katholik mit dem... Tugend und Muße und Verschwendung. Peter Hersch hat das sehr schön von der anderen Seite her aufgezeigt, oder? Aber er hat die katholischen Kulturen in Europa im 16., 17. Jahrhundert untersucht und damit schon ziemlich Mentalitätsunterschiede herausgearbeitet auf verschiedenen Feldern. Wenn man es Wirtschaft zum Beispiel nennt, was macht ein frommer Katholik, der sich einiges an Geld erworben hat, wenn er stirbt? Er schaut, dass das Geld, das er hat, irgendwo in eine kirchliche Stiftung geht, in eine Kapelle oder irgendwie der Kirche zugute kommt, damit er, sag's ein bisschen salopp, seine Zeit im Fegefeuer verkürzt wird. Was macht ein Protestant, der einiges an Geld erworben hat und liegt auf dem toten Bett? Das hat er nicht mehr nötig. Ja, also er vermacht das Geld seinen Söhnen. Und die haben ein Startkapital. Das ist was anderes, wirtschaftlich, oder? Man kann das Gleiche beim Kirchenbau oder bei Bauprojekten zum Beispiel sehr gut beobachten. Wo wird das Geld hingesteckt? In katholischen Kulturen oder in protestantischen Kulturen, auch in der Schweiz? Und das ist unterschiedlich. Und wenn man sieht, wo in protestantischen Kulturen das Geld hingesteckt wird, dann merkt man schon, das ist wirtschaftlich vermutlich erfolgsversprechend. Oder was meinen Sie dazu? Naja, es hat eben alles zwei Seiten. Also auf der einen Seite stimmt das natürlich in gewisser Hinsicht. Andererseits kann man, wenn man sozusagen makroökonomisch das anschauen würde, kann man gerade auch sagen, dass genau diese Stiftungen, von denen Sie gesprochen haben, oder diese Investitionen in beispielsweise Kirchenbauten etwa, dass die man kann das ganz gut nachweisen für das katholische Barock Bayern, dass das quasi gigantische Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Investitionsprogramme in die Bauwirtschaft waren, in denen quasi eine ganze Menge sozusagen tatsächliche, wenn Sie so wollen, Wirtschaftswachstum induziert worden ist durch genau diese Logik der Investitionen in Seelenheil. Das ist eben nicht so ganz trennscharf im einen Fall wie im anderen Fall. Und die Fugger haben auch, obwohl sie stotzkatholisch geblieben sind, haben auch eine ganze Menge investiert sozusagen in ihre Firma. Richtig. Ein anderes Beispiel. Ganz wichtig war in der Zürcher Reformation die Korruptionsbekämpfung. Das stimmt, ja. Man hat Leute hingerichtet, die korrupt waren und blieben, trotz Verbot und so. Also es war ganz wichtig, dass man keine Geschenke annehmen darf, dass man keine sogenannte Pension empfangen durfte. Das war fast die zentrale Änderung in der Reformation. Und das hatte auch Auswirkungen, oder? Also wo Korruption herrscht, ist wirtschaftliches Wachstum schwierig. Ja. Gut, Max Weber steht auf wackeligen Beinen, haben wir jetzt da gelernt. Ein anderes Stichwort ist Demokratie. Wenn man jetzt, Sie haben eben diese reformierte Kultur beschrieben, als eine antihierarchische, eben die Gemeinden wählen ihre Pfarrer selber. Es ist so, jeder ist selbstverantwortlich in seinem Handeln, auch vielleicht mehr als vorher. Ist das ein Vorlaufmodell für Demokratie oder eine Demokratiehefe, diese Reformation?
Ja, eben Hefe würde ich das. Ich habe das in einem Artikel mal, ich bin mal in einem NZZ-Geschichteartikel so an die Grenzen dessen gegangen, was ich verantworten kann in diese Richtung. Und habe da eben versucht, das zu beschreiben, dass ich das schon denke, dass es protestantische Ethos und Gedankengut eine Art Hefe ist, eine Art Ferment, das sich aber mit anderen Dingen zusammen irgendwo dann ausgewirkt hat. Und man kann punktuell dann vielleicht zeigen, dass da eigentlich Gedanken kommen, viel später, die man eben auch schon bei Zwingli zum Beispiel findet. Aber eben, ich bin auch mehr für Korrelationsmodelle als für kausale Modelle. Ich denke, das wird der Wirklichkeit stärker gerecht. Aber es gibt natürlich gute Beispiele. Es gibt schon Beispiele, gerade in der englischen Reformation und dann in den USA, wo man doch sieht, dass eben demokratische Modelle oder kongregationalistische Modelle, wo die Gemeinschaft sozusagen ihr eigenes Schicksal selber bestimmt, dass solche Modelle dann eben auf die Politik übertragen wurden. Und in der Politik dann eben sozusagen ein Impuls zur Förderung für eine sozusagen Demokratie in Anführungsstrichen geliefert haben. Ich denke, so weit kann man schon gehen, als ein Ferment von der Reformation aus. Ich glaube aber trotzdem, dass man furchtbar aufpassen muss, dass man sozusagen einen heutigen Begriff von Demokratie, was wir heute darunter verstehen, wirklich nicht überträgt, auf das, ja. Weder auf das 16., noch auf das 17., noch auf das 18., noch auf das 19. Jahrhundert und eigentlich auch noch nicht mal auf das 20. Weil ich denke, dass man da... was man, glaube ich, sagen kann, ist, dass durch die reformatorischen Bewegungen so etwas verstärkt wird wie Partizipation. Sei es auf der religiösen Ebene Laienpartizipation an kirchlicher Kultur, aber auch, weil ja eben Religion und Politik und Gesellschaft so unglaublich eng miteinander verknüpft sind in dieser Zeit, eben auch möglicherweise in homöopathisch verdünnter Hefeform tatsächlich auch auf politischer oder gesellschaftlicher Ebene. Aber ich glaube, mit Demokratie in einem Sinne, wie wir heute das verstehen, hat das eigentlich nicht viel zu tun. Und ich glaube auch, dass man da aufpassen muss, dass man sozusagen auch die politische Indienstnahme von diesen historischen Ereignissen oder historischen Konstellationen für heutige Fragen sehr, sehr, sehr kritisieren sollte. Also vielleicht haben einige von Ihnen sich erinnert, Ueli Maurer hat auf der Albis-Gütli-Tagung in diesem Januar, wenn ich mich richtig erinnere, sozusagen aus der Reformation ganz rhetorisch geschickt, eine Konfrontation zwischen Elite und Volk. Sie kennen das, oder? Sie haben eine Vorstellung, worum es da geht, herausgearbeitet. Und da ist sozusagen da sind so viele Schiefheiten drin historisch, was Elite ist und was Volk ist und was sozusagen Demokratie ist und was Freiheit ist. Da gehen auch politische Freiheitsbegriffe und religiöse Freiheitsbegriffe und politische Partizipationsbegriffe und religiöse Partizipationsformen irrsinnig viel durcheinander. Und ich glaube, da ist ein bisschen auch Job, den wir haben, da rein versuchen, das wieder auseinander zu dröseln. Und das ist ja genau, ein Jubiläum gibt ja genau Anlass zu solchen Reden auch. Also es geht ja dann auch darum, dass man das ein bisschen für sich reklamiert. Die Reformation, die Leistung der Reformation. Jetzt werden diese 500 Jahre gefeiert, für Zürich das ist ja zu früh. Also Zwingli kam erst 1519 nach Zürich und die Reformation in Zürich hat dann irgendwann 22 oder 23 wirklich angefangen. Ist man sich ja, glaube ich, auch nicht ganz einig, wenn ich das verstanden habe, im Vorgespräch richtig verstanden habe. Aber die Frage ist jetzt, was gibt es denn jetzt zu feiern? Was feiern wir denn jetzt eigentlich 500 Jahre? Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt frage ich mich auch, was wir eigentlich feiern. Also für mich... Ich meine, die Reformation ist in diesem Jahr 2017 natürlich uns von den Deutschen aufgedrängt worden. So ist es. Die Deutschen haben mit Regierungs- und mit Millionen vom Bundestag genehmigt, eben die Reformation ausgebreitet und wollen auch, dass sich die Schweizer und andere protestantisch deutschsprachige Gebiete daran beteiligen. Die Holländer haben ähnliche Probleme. So ist es. Ich finde es...
Sie machen ja trotzdem mit. Eben, genau. Ich finde, dass positiv kann man vielleicht davon. Also was ich positiv finde, ist zum Beispiel diese Veranstaltung. Das ist doch die richtige Antwort. Das Ja ist zwar völlig falsch, aber wir feiern es nicht einfach den dreimal heiligen Martin Luther, sondern wir schauen mal, was unsere eigene Tradition sagt und beziehen uns auf unsere eigene Tradition und machen so auch Reformation. Also gedenken so auch an Reformation. Das finde ich eigentlich gar kein schlechter Umgang mit einer Situation, in der man halt mal drin ist. Gut, aber jetzt wollen wir trotzdem eben wissen, was wir denn jetzt feiern sollen. Also die Reformation als quasi als Wirtschaftsmotor offensichtlich nicht. Mit der Demokratie ist auch nicht so klar, was feiern wir. Ja, Wissenschaftler sind dazu da, dass sie immer als ein bisschen vorsichtig behandeln. Die Politiker sind dann das Pendant dazu. Ja, also ich denke, es ist sinnvoll und ich freue mich, dass wir uns mit der Reformationszeit wieder mal bewusst auseinandersetzen. Bewusster, als man das sonst tut. Als Reformationshistoriker ist das selbstverständlich, dass ich das so sage. Ich denke, es ist gut, wenn wir die Reformation mal als sich selber feiern und nicht als etwas anderes. Nicht als Vorläufer für etwas anderes, sondern mal die 16. Jahrhundertreformation als das, was es eben war und den Wert, den es eben in sich selber hatte. Was war es dann? Die verschiedenen Aspekte der Reformation beachten und bedenken, was haben wir jetzt gemacht, aber jetzt nicht einfach zum Beispiel, ich bin kritisch gegenüber eben Interpretationsmodellen, Sie haben ein paar angedeutet, wo man die Reformation eben instrumentalisiert für andere Dinge. Und meine Forschungen über die Reformationsfeiern haben ein sehr klares Resultat gebracht. Die Geschichte der Reformationsfeiern ist die Geschichte des Missbrauchs der Reformation. Was heißt denn das? Das ist so. Was wird denn missbraucht? In welcher Weise? Die Reformation wird zum Anlass genommen, sich selber zu feiern. Reformationsfeiern, in den Reformationsfeiern hat man immer sich selber gefeiert bisher. Und ich schließe dieses Jahr hier ein. Und das Reformation wird dann instrumentalisiert für das. Und ich bin ich wäre dafür, dass wir die Reformation ein bisschen auch ansehen, betrachten, eben in Stärken und Schwächen, Schatten und Lichtseiten, die es hatte. Und von daher dann eben fragen, welche Bedeutung es heute hat und nicht umgekehrt zunächst einmal schauen, was wollen wir eigentlich und was können wir jetzt da benutzen, um das zu feiern und das zu sagen, was wir eigentlich auch schon ohne Reformation wissen. Oder? Ich glaube, eine große Chance besteht darin, an diesem Reformationsjubiläum nicht nur sozusagen das herauszustreichen, mit dem wir uns irgendwie jetzt quasi identifizieren können, weil das wird, je länger und je genauer man hinschaut, furchtbar schwierig. Sondern ich glaube, eine große Chance besteht, und das ist so ein bisschen so eine langweilige Historikerantwort, aber trotzdem, eine große Chance besteht darin, diese Zeit, die 500 Jahre her ist, in ihrer ganzen Fremdheit, in ihrer ganzen Nicht-Anschlussfähigkeit überhaupt einmal zur Kenntnis zu nehmen. Und tatsächlich das, was einem möglicherweise nicht sich sofort erschließt, an denen man nicht sofort quasi, ah ja klar, Volk, Elite, logisch, genau wie heute, EU und wir, sondern indem man quasi sich anstößt, indem man sagt, was soll denn das irgendwie, was sind das möglicherweise für Dimensionen von Religiosität spezifischerweise, mit denen wir gar nicht mehr wahnsinnig viel anfangen können, an denen die quasi überhaupt einmal versuchen zu verstehen und für sich selber überhaupt einmal klar zu machen, was das eigentlich für die Menschen vor 500 Jahren bedeutet hat. Und wenn diese Gelegenheit durch dieses Reformationsjubiläum gegeben ist, wunderbar. Darf ich etwas ergänzen? Ja, natürlich. Ich bin einverstanden. Es ist die Aufgabe der Historiker, immer zunächst einmal die Distanz zu betonen, oder? Das Fremdheit. Nur wenn man etwas in seiner Fremdheit, in seiner Andersheit erkennt, kann man einigermaßen der Gefahr entgehen, dass man es gleich schon schluckt und nostrifiziert. Das ist wichtig. Aber das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre dann natürlich eben dann, aber erst der zweite Schritt, nachdem man die Fremdheit gesehen hat, dann eben auch zu schauen, was kann das für uns heute bedeuten. Und für mich ist zum Beispiel die Religiosität der Reformation nicht einfach etwas völlig Unnachvollziehbares, sondern da kann ich sehr viel. Als reformierter Theologe kann ich da sehr viel daraus nehmen, aber nur nachdem dieser erste Schritt der Distanzierung natürlich auch gemacht wurde. Was mir ein bisschen Bauchweh macht, wenn ich habe jetzt schon ein bisschen mich exponiert, jetzt mache das jetzt gerade noch ein bisschen mehr, auch gerade auf Zürich, was mir ein bisschen Bauchweh macht, ist bei dieser Reformationsfeier gerade in Zürich, ist, dass ich denke,
Oder ich mich frage, wird das Richtige richtig gewertet? Das ist natürlich die Sicht des Reformationshistorikers. Ich bin hier in Zürich auf dem Lehrstuhl, auf einem Lehrstuhl und habe das Institut für Schweizerische Reformationsgeschichte. Dieses Institut gibt es darum, weil Zürich nie in der Geschichte derart wichtig war in Europa wie in der Reformationszeit. In der Mitte des 16. Jahrhunderts war Zürich eine europäische Metropole als Zentrum der Reformation. Und gleichzeitig gibt es unendlich viele Dokumente, Texte, die in unseren Archiven, im Staatsarchiv, in den Bibliotheken liegen, die aus dieser Zeit stammen, die nur zu einem beschränkten Teil überhaupt erschlossen sind. So dass also die Aufgabe meines Instituts ist, diese Texte zu erschließen, um sie der Öffentlichkeit, der Forschung zugänglich zu machen und zu zeigen, dass Zürich eben auch ein Ort ist, der Bedeutung hat. Was ich jetzt sehe, wie Reformation gefeiert wird, ist, es wird sehr viel Geld gebraucht, um Feuerwerke zu zünden, die laut sind und viel Licht erzeugen. Ich habe nichts gegen Feuerwerke, aber ich bräuchte zum Beispiel dringend finanzielle Unterstützung für generell, so für solche Editionen, um Zürich, um zu zeigen, was Zürich im 16. Jahrhundert war. Aber dieses Geld bekomme ich nicht. Das Geld geht in die Feuerwerke. Hoffentlich sieht irgendein Politiker dann diesen Talk. Den kann man ja auch auf YouTube schauen, den können Sie dann den Politikern schicken, dass er ein bisschen Geld locker macht für ihre Forschung. Jetzt doch nochmal zu Zwingli. Ja, wir sind schon fast fertig, aber doch Zwingli, das ist ja Zwingli in unseren Köpfen. Mhm. Wie viel Zwingli steckt denn jetzt heute noch in unseren Köpfen? Eben die Klischees haben wir, haben noch ein paar von denen aufgeschrieben, ist so sittenstreng, lustfeindlich, ein Bilderstürmer. Sie schauen mich an. Dürfen Herr Misser, der darf auch. Wer zuerst? Wie viel Zwingli steckt in unserem Körper? Also gut, ich würde es mal sagen, natürlich, was Sie von Zwingli wissen, das ist mal, was wir hören und was gesagt wird. Und das heißt, das ist mal die Geschichte der Vorurteile. Oder? Das ist das, was da über Zwingli irgendwo weiter gesagt wird, ohne dass man nachfragt, wie das sich genau mit den Quellen verhält und ob man das irgendwie auch begründen kann. Das ist der Zwingli, den man in unseren Köpfen steckt. Eben zum Beispiel der lustfeindliche Zwingli, das ist, ich bin überzeugt, das ist eine Erfindung der 68er Jahre, das ist das noch nicht so lange. Oder? Und ziemlich nach Zwinglis Zeit entstanden, diese Idee. Was heißt denn das? Weshalb denn die 68er? Die waren ja gerade ganz anders. Ja, nein, die zwinglianische Zürich, das eben die Lust und die Lebenslust unterdrückt und so, das ist eine Polemik, die in der 68er Bewegung gegen die bürgerliche Zürcher Mehrheit und Politik ins Feld geführt wurde. Vorher im 19. Jahrhundert hat man das zwinglianische Zürich gelobt. Das war die Tugend. Die liberalen Zürcher haben das zwinglianische Zürich als tugendhafte Stadt, als Vorbild hingestellt, nicht als Polemik. Und literarische Migranten haben Zürich schon seit etwa 1900 furchterregend langweilig gefunden. Ja gut, also es kommt darauf an, wer. Also da müsste man mal schauen. Wer da genau. Ja. Aber es gibt natürlich eine Mentalität, die irgendwo geprägt wird, auch wenn man vielleicht den Namen Zwingli gar nicht mehr hat. Und ich denke, wir sind natürlich von dieser protestantischen Mentalität irgendwo geprägt, zu der Zwingli natürlich Wesentliches beigetragen hat, die aber eben auch wieder nicht einfach so klar, kausal identifiziert werden kann, sondern komplex ist, aber die doch als eine Art Ferment, denke ich, schon irgendwo da ist. Vielleicht ist es eben nicht Zufall, dass ich mich irgendwie als in der Schweiz aufgewachsene bei Zwingli irgendwie wiederfinde, mental wiederfinde in irgendeiner Weise. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das Problem, wenn man die Frage nach dem spezifischen Zwingli in unseren Köpfen heute stellt, ist noch komplizierter, weil innerhalb einer, wenn man so will, eines religionspluralen Raumes, der sozusagen die heutige Gegenwart darstellt, Zwingli als ein spezifisches Konfessionsphänomen, wenn man so will, gar nicht so furchtbar relevant ist, sondern es geht da, glaube ich, vielmehr um die spezifische Art und Weise, wie Christentum als Christentum sich positioniert. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, in dem man diese Reformation weiter oder in dem die Reformation ihren eigentlichen gesellschaftlichen Ort im Moment finden könnte.
sich darüber zu verständigen, was waren denn jetzt eigentlich damals vor 500 Jahren die ganz spezifisch christlichen Anliegen, die da irgendwie zur Diskussion standen und was haben die eigentlich heutzutage überhaupt noch zu tun? Was war das? Naja, also ich meine, der Unterschied heute? Zum Beispiel zum Luthertum ist, das ist jetzt wieder theologisch, glaube ich, kompliziert und Sie müssen mich da verbessern, wenn ich da was Falsches sage, aber die Lutherfrage ist mal grundsätzlich mal eine andere als die Zwingli-Frage. Die Lutherfrage ist die, wie finde ich einen gerechten Gott? Gnädigen Gott. Oder gnädigen Gott? Nee, stimmt, nicht gerecht, um Gottes Willen. Gnädigen Gott. Und die Zwingli-Frage ist, mal so ganz grob, wie organisiere ich so, Frömmigkeit richtig? Oder Gottesdienst richtig? Oder Gottesdienst Sie wagen sich da auf glattes Eis, das ganz dünn ja, das ist doch ja, aber Gottesdienst weiter, richtig. Ja. Und wenn man da... Das ist sehr, sehr mutig von Ihnen. Ja, der Gemeinschaftsgedanke bei Zwingli, das wollen Sie sagen. Genau. Da haben Sie völlig recht. Und da glaube ich, kann man solche Unterscheidungen sozusagen überhaupt zum Thema zu machen, vor dem Hintergrund dessen, was, dass es verschiedene Formen von selben christlichen christlichen Problemen darstellen, das ist etwas, was, glaube ich, in diesem Reformationsjubiläum überhaupt nochmal thematisiert werden müsste. Und das ist, glaube ich, also quasi ein christliches Problem. Mhm. Da geht es gar nicht so viel um Christentum oder Zwingli in unseren Köpfen, sondern welche Rolle hat eigentlich das Christentum in dieser heutigen Gesellschaft und in unseren Köpfen. Und da eben bin ich natürlich der auch immer wieder versucht, ein bisschen über unseren eigenen Zaun hinaus zu blicken. Heute Morgen war ein Filmteam aus den USA da und hat mich interviewt, weil sie etwas zur Reformation machen wollen in den USA, dort bringen an einer Universität. Es gibt hunderte von Millionen protestantische Christen auf der ganzen Welt. Also protestantisch, lutheraner, reformiert, oder? Die also ein Produkt irgendwie der Reformation sind. Ja. Gut, Kirche heute denken, das ist das eine. Jetzt eben, wir haben über das Zwingli-Klischee gesprochen, dass ja wirklich hartnäckig in unseren Köpfen sind. Wir sind eigentlich, jetzt kommen wir zum Schluss, geben Sie uns doch ein Antidot, ein Gegenmittel auf den Weg, ein Gegenbild von Zwingli, das wir mit nach Hause nehmen können. Wie würde das aussehen, Herr Missfelder? Ein Gegenbild gegen das Klischee. Ja, genau, gegen das Klischee. Das Klischee gegen den Strichbürsten quasi. Wenn man immer nur schaut auf den Zwingli, der den Gemeindegesang entweder verboten oder wie gesagt gar nicht erst eingeführt hat, wird immer vergessen, dass das ein wahnsinnig musikalischer Mensch war. Und das betrifft mich persönlich, weil mich das persönlich sehr interessiert. Aber ich stelle mir den Zwingli sozusagen als einen Musiker vor, als jemanden, als ein Gegenbild, als jemanden, der allein für sich, aber auch in Gemeinschaft gute Musik machen will. Ich weiß nicht, ob ich Zwingli mit Luther vergleichen darf in Ihrer Gegenwart, wenn ich das so sage. was mir an Zwingli imponiert, ist sein Humor, seine Ironie und auch seine Selbstironie. Luther sagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders, oder so bekenne ich und so bekennen alle wahre Christen. Punkt. Das heißt, so wie ich bekenne, müssen alle wahren Christen bekennen. Zwingli sagt das anders. Zwingli sagt, ich bekenne das und wenn mich jemand aufgrund der Heiligen Schrift als eines Besseren belehren kann, dann sei er hiermit aufgefordert, dies zu tun. Wobei, das hat Luther genauso gemacht in Worms. Das hat Luther in Worms gemacht, aber nachher nicht mehr. Und darum hat er die Reformierten nicht als Christen anerkennen können. Oder? Umgekehrt schon. Ja. Und diese Selbstrelativierung, die auch mit Ironie zu tun hat, die auch mit Humor immer zu tun hat. Wenn ich mir vorstelle, dass in welche Kampfsituation Zwingli war, immer ging es um Tod oder Leben, um Leben und Tod, dass er da noch Zeit hat, irgendwelche Witze in seine Texte einzubauen. Nicht dümmliche Witze, aber irgendwie humorvoll, ironisch, auch selbstironisch sein konnte. Das ist etwas, was mich an ihm fasziniert und das doch ziemlich ein starkes Antidot ist gegen die vielen Klischees, wie wir sie jetzt genannt haben. Schön. Ein humorvoller, selbstironischer Musiker. Zwingli. Ja. Wir sind jetzt in dem Moment, wo Sie sagen können, was in Ihren Köpfen vorgeht, was Sie für Fragen an unsere beiden Gäste haben. Es gibt ein offenes Mikrofon, falls Fragen da sind.
Hier vorne ist eine Frage, es kommt auch gleich ein Mikrofon zur Frage. Da. Also meine Frage ist, gerade was so die Arbeitsethik als ein Aspekt zu betrachten ist, inwieweit sind dann da die Hugenotten auch von Einfluss gewesen? Haben Sie das verstanden? Mhm. Die Hugenotten für die Arbeitsethik. Ich denke, vielleicht wollen Sie was dazu sagen. Also Hugenotten in Deutschland zum Beispiel, das wäre ein Thema, oder? Also die... Aber auch in Genf, ja? In Genf natürlich. Ja, sehr stark. Ja, also es ist also, also im 17. Jahrhundert, als die französischen Protestanten eben vertrieben wurden, sind sie zum Teil von deutschen Fürsten eingeladen worden, Land zu besiedeln, weil man wusste, die werden das Land sozusagen wirtschaftlich auf Vordermann bringen. Und das hat dann auch so geklappt. Also insofern gibt es da schon gewisse Zusammenhänge, historische Zusammenhänge. Ja. Aber ich glaube, da geht es... Ja eben, da sind wir wieder bei Max Weber ein bisschen, wo wir beide ein bisschen vorsichtig sind, die das einfach so zu machen. Max Weber hat im 19. Jahrhundert, späten 19. Jahrhundert noch die Absicht, irgendwo die ganze Welt zu erklären und den Fortschrittsdenken der seiner Zeit zu erklären und hat dann Modelle gebraucht, die inspirierend sind, sie zu lesen, die aber eben nicht so ganz Hand und Fuß haben und die schon vielfältig eingeschränkt und relativiert wurden, sodass dann, wenn man all diese Kritik nach Max Weber an seine These zusammennimmt, nicht mehr so viel von diesem Max Weber bleibt. Andererseits denke ich, so intuitiv gibt es schon bestimmte Punkte. Also ein protestantischer Christ, und jetzt sagen wir mal, der ein Christ sein will, der will natürlich fleißig sein. Der will zuverlässig sein, der will gute Arbeit leisten, der will im Geschäft den anderen nicht übervorteilen, sondern will faire Geschäfte machen. Also, und das sind schon Punkte, oder? Aber das dann historisch genauso zu kausal nachzuweisen, das ist dann eben schwieriger. Nur ein Punkt zu den Hugenotten. Ich glaube, was eine entscheidende Rolle spielt, weniger, sagen wir mal, die religiöse Ethik, die damit verbunden sein könnte, als vielmehr die Tatsache, dass durch die Vertreibung der Hugenotten aus Frankreich nach 1685 bestimmtes Know-how sozusagen europaweit verteilt wird. Und nicht nur das Know-how verteilt wird, sondern, das ist ganz wichtig für das 17. und 18. Jahrhundert, sondern dass diese Familien, die dort in Europa sich oder diese Netzwerke sich in Europa ausbilden, quasi sich gegenseitig eben als in Netzwerkformen auch wirtschaftlich aktiv werden können. Und das ist etwas ganz Entscheidendes für diese Periode. Das hat aber relativ... naja, ich bin jetzt mal ein bisschen übers Ziel, nicht so viel mit der eigentlichen Religiosität zu tun, sondern mit der Tatsache, dass da Netzwerke bestehen, die wirtschaftsökonomisch genutzt werden können. Gleich hinten dran ist noch ein Herr. Sie haben gesagt, Sie waren vorher Calvin-Forscher. Wie weit unterscheidet sich Calvin jetzt entscheidend von Peter von Zwingli? Oh, jetzt, das ist jetzt da. Wie weit, ja. Calvin stammt aus dem französischen Protestantismus. Seine Genese, seine theologische Bildung hat er zum Teil aus Schriften Luthers und Melanchthons, also mehr die lutherische Tradition, zum Teil aber eben auch aus der reformierten Tradition. Er hat Zwingli gelesen, was er gelesen konnte, das waren nur die lateinischen Schriften, Deutsch konnte er nicht. Wie alle Franzosen lesen natürlich nur Französisch und Latein. Er war aber auch von anderen stark beeinflusst, die wiederum stark von Zwingli beeinflusst waren. Zum Beispiel von Martin Bucer oder von Wolfgang Capito. Das waren süddeutsche Reformatoren, die sehr stark von der zwinglischen Reformation beeinflusst waren. Sein Freund Farel war ein voller Zwingli-Schüler zum Beispiel. Das bedeutet, dass Calvin ganz viele grundlegende theologische Gedanken von Zwingli eigentlich gehabt hat, vertreten hat, sonst hätte man ihn auch nicht in der Eidgenossenschaft angestellt oder in zur Eidgenossgehörigen Genf angestellt, 36, wenn man das nicht so gesehen hatte. Und zwar mehr, als Calvin selber bewusst war. Calvin ist erst in späten Jahren bewusst geworden, dass er eigentlich ein Zwinglianer ist und er hat sich dazu auch mal so bekannt als Zwinglianer in der Auseinandersetzung mit den Lutheranern in der Abendmahlsfrage.
Also da gibt es ganz viele Zusammenhänge. Allerdings ist es halt so, dass heute Protestanten, Reformierte meistens als Calvinisten angesehen wurden, auch in Deutschland. Die deutschen Reformierten, die kennen nur Luther und Calvin, genau, und denken, Calvin sei der Ursprung aller Dinge. Und ich sehe es ein bisschen als meine Mission an, der ich nun mit Calvin relativ vertraut bin, auch mit Zwingli ein bisschen, eben zu zeigen, wie eng diese beiden zusammenhängen, mehr als man das sich eigentlich bis heute bewusst ist, auch in der Forschung. Gut, ja, da vielleicht die letzte Frage dann. Ja, es ist eher eine Bemerkung. Wenn ich an Zwingli denke, dann denke ich daran, dass er die Reisläuferei verboten hat. Und das ist natürlich etwas sehr Gutes auf einer Seite, weil nämlich da die Kapitalisten von den armen Leuten, die kein Brot hatten, profitiert haben. Und andererseits, was machen die, die nicht reislaufen dürfen? Die sind aus schierer Not sind sie Reisläufer geworden. Das ist nicht eine Frage, sondern eine Bemerkung. Zwingli würde sagen, die sollen ihren Frauen helfen bei der Feldarbeit. Das ist gute Antwort, ja. Gut, wenn keine Fragen mehr sind, dann sind wir fast schon am Schluss. Sehr geehrte Damen und Herren, schön waren Sie da. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit an diesem Talk im Turm zum Thema Mein Zwingli, die Reformation in unseren Köpfen. Ganz herzlichen Dank für das engagierte Gespräch bei unseren beiden Gästen, Jan-Friedrich Missfelder, Peter Opitz. Beim nächsten Talk ist es ein wenig anders als so, wie sonst oder wie üblich. Der nächste Talk findet an einem Freitag, eben nicht an einem Montag, an einem Freitag, dem 1. September konkret statt. Und zwar nicht hier im Restaurant Uniturm, sondern in der Mensa des Kollegengebäudes der UZH. Der Grund dafür ist die Scientifica, die Wissenschaftsshow von Uni ETH. Im Rahmen dieser Wissenschaftsshow Scientifica findet eben dieser Talk im Turm statt. Das Thema dann, die Datenjäger, wie wir zu neuem Wissen kommen. Nun kommen Sie gut nach Haus und freuen Sie sich des schönen Sommerabends. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.